Ich krieg keine Luft, verdammt! Lass den Schal locker, bitte! Hey, ich löse oben dran, du Trottel! Jetzt beide zu, oder? Macht nichts, oder? Aber! Geh von Haus, aber! Jetzt der Hund auf mein Haus drauf! Lassen doch auf den! Schaut her da, die Pizzeria, die hat geschlossen. Aber wer darf aufhaben? Das scheiß dreckige McDonalds. Das darf offen haben. Und die Leute, die gehen da alle essen. Denkt's nach, unsere Gastronomie ist zugrunde gegangen. Das sind die großen Gewinner, die Big Global Players. Denkt's nach. Unsere Kinder haben eine Zukunft verdient. Für diese scheiß Fake-Pandemie. Interessiert die Leute, man kann denen sagen, was wir wollen. Die bleiben trotzdem stehen, steigen sie ab, es ist ein Scheißdreck oben drin. Das schmeckt ja nicht einmal wirklich. Nach 10 Minuten haben sie wieder einen Hunger. Da vorne, die Pizzeria hat geschlossen. Wahrscheinlich oben das Glorious Bastards auch. Verfickte Scheiße noch einmal. Ihr seht, die Leute bleiben stehen, wir sind in der Idiokratie angelangt. Gehen sie nicht da essen, die haben zu. Die müssen ja ein Geschäft ruinieren. Dann geht's zum Spar oder irgendwo ein und kauft da ein, aber nicht da drinnen. Schämt euch was! Da schaut euch an, wie es mich blöd ausschauen hört. Die schauen sich vor gar nichts mehr. Ja, machen wir mal einen kurzen Cut und schauen wir mal, ob die anderen Restaurants auch geschlossen haben, nur die scheiß McDonalds offen haben dürfen. Seine so eine Frechheit herrscht, unsere ganze Wirtschaft zu ruinieren. Geht's nicht zum McDonalds essen, das ist das einzige Geschäft, das offen haben darf. Denkt einmal nach, warum. Das ist ein Wirtschaftsfaschismus, den wir da haben. Kann es ja nicht sein. Entschuldigung, dass ich Masken trage. Das tue ich sehr weh. Ich war in der Apotheke drinnen. Bei meiner Betreuerin. Nein. Da ist er noch. Wieder? Kennen Sie ihn nicht? Der Markus Lindner, ein Diebler. Michael. Ah, ja. Ich mache auch so viele Live-Videos. Ah, cool. Du bist gerade live. Ja, ja. Nein, live nicht. Aber ich habe das McDonalds da gefilmt, weil die Arschlöcher sich da ausstehen und du, die anderen Restaurants haben zu. Schaust du nicht? Warte mal. Schaust du nicht meine Dings, meine Live-Videos? Ich knall gefühlt in die Regierung. Markus von Lina bin ich jetzt. Also Markus von Lina, ein guter mit Typ. Mit C. Der macht da Live-Videos. Warte, cool. Ich sag's vergessen. Ich knall, bin jetzt der CDK jetzt im Moment. Und knall viel. Wir kennen uns und sind auch befreundet. Aber du. Okay. Warte mal. Ja, kann schon sein, dass ich was oft von dir sehe, aber ich hab als eigener Journalist auch so viel zu tun. Ich weiß, wer du bist. Ah, ich zeige euch einmal den Namen, da schaut's her. Ah, das Foto kenne ich, klar. Ja, guter Geheimtipp wieder, gell? Und gerade ein Live-Video gemacht. Mhm. Ja, schaut's. Und gestern und vorgestern und die ganze Zeit. Ja, gestern ist der Bär abgegangen, gell? Oh, 1000. Ja, ja, 5000 oh. Leute haben wir knapp zusammengebracht bei der Demo. Super, ja, oh, ja. Aber ich darf nicht aus, ich bin im Krankenhaus. Okay. Ich bin klar, haben sie mich mit der Polizei wieder mal reingebracht. Okay. Ja, jetzt. Ah, warte mal, mit Notfall. Ich mach's weiter. Drei. Ah. Wir sehen uns eh. Ja, passt. Mich hier, mach's gut. Machst du das live? Nein, live weniger. Ich bin eher der Live-Mitschnittgestalter. Wo bist du jetzt bei FS1? Ich bin Krypto. Ja, ich war bei FS1. Ja, ich hab bei FS1 gearbeitet. Okay. Aber weil investigative Leute wollen jetzt auch nicht mehr erwünscht, weißt du? Ja, passt. Ich mache mit. Schreib's mir an. Coole Sache.
Super. Hey, super Sache. Seht, es gibt noch anständige Leute in Europark. Also wie gesagt, ich habe die Masken jetzt in der Apotheken drinnen angehabt, weil ich einen scheiß Test brauche, weil ich sonst nicht von meiner Betreuerin bei einem AMS vorsprechen darf. Weil wenn ich das nicht vorsprich, dann kriege ich keine Kohle. Also es gibt bei der Post, da steht, wo ich die Masken trage, wenn ich die ganzen Strafen abgeben oder abholen will. Da ist schon der nächste Sheriff. Darf ich Sie mal was fragen, wieso darf der McDonald's da offen haben und die kleinen Restaurants, die müssen zu haben? Ich gehe schon lange raus. Ja, ja, du Sheriff, du. Was, vor 80 Jahren wärst du bei der Gestapo gewesen. Hey, schaut da mal an von der Gestapo. Coole Sache, gell? Das sind die neuen Nazis, die was mithelfen, die Wirtschaft zu ruinieren, die kleinen, unseren Kindern die Zukunft zu vernichten. Bei einer Gesundheitsrate von 99,98% in Österreich fühlt sich der bemüßigt, die ganzen gesunden Leute zu tyrannisieren. Ja, ich bin gerne ein Wichser, aber du bist der Fascho erst. Hey, wenn's mit du eine Arme auf. Wie du eine Arme auf. Ich nehme die gerade live auf, gell? Der Typ hat mich gerade früher am Hals gewürgt. Hey, Alter! Hey, aufhören! Alter, schleicht der jetzt? Hör auf! Um was geht es? Ich will rausgehen, da gibt es Poker, wie die ganze Zeit. Ich hab dich voll auf Video, Alter. Du wirkst mir gerade am Hals. Der wirkt mir am Schal am Hals. Der wirkt mir am Hals mit dem Schal. Ich krieg keine Luft mehr, du Arsch, du wirkst mir am Hals. Ich krieg keine Luft, der wirkt mir am Schal. Lass jetzt locker, bitte. Ich krieg keine Luft, du hast mir am Schal. Der Hals ist um ein Schal. Der Schal ist um mein Hals. Mein Schloss doch locker. Ich krieg keine Luft. Der wirkt mir am Schal. Lass locker. Ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft, verdammt. Lass den Schal locker, bitte. Hey. Ich krieg keine Luft. Schaut mal, der wirkt mir am Schal. Der wirkt mir am Schal. Bitte lass locker. Ich hab fast keine Luft. Es macht er noch fester. Du? Hallo? Ja, ich muss eigentlich mehr von dir. Da liegt er. Ich bin warm. Mach einfach. Das kommt noch fest dazu, Alter. Schaut sie, Alter. Schaut sie, Alter. Schaut doch. Da schaut. Ich guck mir die Rot. Ich guck mir die Rot. Schaut sie, Alter. Ja, da ist was ist. Scheiße, Alter, wirkt dich! Ah! Ah! Nicht fester! Ah! Ah!
Was? Was? Ja, du musst ruhig bleiben. Beruhig dich. Ich krieg das raus. Du brauchst nur ruhig bleiben. Ja, was ist da? Nein, lass mich hier. Gute Angst. Nein, sorry. Alter. Du brauchst nur ruhig bleiben. Gut, gar nichts. Geh zu mir her, ne? Das bin ich jetzt. Du hast. Ja. Ja, bleib liegen. Ich bin noch nicht hier. Bleib liegen. Bleibst du noch zeugen mit mir? Was denkst du? Was weißt du bist jetzt fällig, weil du mich gewürgt hast. Du hast jetzt. Du hast voll verschissen. Du hast mich fast erwürgt, gell? Ja. Und ich hab das voll auf Kamera durch. Aber das gibt's immer, ja? Mach nur vom Mama kommen. Was war das erste, was? Hey, bleib lieb. Das ist wirklich weg. Hey, ich löse dich umdrehen, du Trottel! Ich setz beide zu, oder? Macht nichts, oder? Ich will mich noch am Rücken dran, darf ich das nicht? Lass mich doch am Rücken, dass ich Luft krieg. Ich muss versuchen, Luft zu kriegen, du Wahnsinniger! Wahnsinn, wo ist denn der ausgebildet worden bei der Gestapo? Ach, du Wahnsinniger. Also, das wird. Du wirst die ganz schön ausscheißen. Der legt sich auf mein Hals schon wieder auf, ich glaub's ja nicht! Kann den einmal wer zur Ressort bringen? Ah, ist mein Handy, verdammt. Hä, Alter? Der Typ, ich krieg keine Luft, der liegt auf mein Hals drauf. Der liegt auf mein Hals drauf. Kann den nicht einer irgendwer? Genau, okay, ja. Bleib da und komm, damit es gut ist. Ah, geh nicht auf mein Hals drauf! Geh von meinem Hals runter! Geh von Hals runter! Der huckt auf mein Hals drauf! Nein, du oder nicht? Hilft's mir doch! Hilfe! 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 Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was tut der da mit mir? Was tut der mit mir? Was ist los? Hä? Wo würden Sie mich? Lass uns doch mal aufstehen. 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 Lass u
Wollen wir aufschlossen? Kannst du überlegen? Natürlich, du siehst jetzt nicht. Ja, aber wenn du willst, können wir ja Masken drauf. Soll ich eine Masken drauf und raus? Vielleicht lache ich mir das. Bitte, und dann ziehen wir uns nicht mal aus. Bitte. Ja, ja. Was sprichst du mit dem Apollomie? Ja, Bruder. Was stellen Sie da einfach? Das fühlt sich noch so, das ist so. Weil ich sage, da ist schon sehr mal gedreht. Und wenn ich gleich nicht zu mir was waschen vor. Du kannst gleich haben. Ja, du hättest gern. Ja. Was? Und ich gleich hängen wir nicht. Ja, was? Muss ich ausführen. Hätte los noch mehr raus. Ich will nicht. 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 Ja, ja, mach ich gleich. Komm, so ist es drauf. Hallo. Ja, wir kennen es nicht. Der Räder, jetzt kommt. Wir sehen uns auch. Schau auf einmal. Ja, ja, Herr Röder, jetzt dehnen Sie auf. Sind Sie verletzt oder irgendwas? Wenn Sie sich jetzt nicht melden, bei uns hole ich die Rettung, dann müssen Sie mit ins Krankenhaus fahren, gell? Bitte, ja. Ja, passt. Das ist der Chef vom Haus, ja? Aber das kannst du bitte gleich haben, ich kann ins Büro fahren. Ja. Wir schalten die Kamera wenigstens aus. Na. Da ist Beweismaterial drauf. Herr Röder, wir haben Ihnen jetzt eine Rettung verständigt, gell? Danke. Die Rettung ist am Weg. Genau so was. Wegen einer Bodenabbau, die wir Wollen Sie sich nicht vielleicht hinsetzen? Ja, wir haben nicht. Dann lass uns sitzen. Ja, der kommt, gell? Lass uns mal das in Ruhe da hörst. Da, ihre Gegenstände. Ja, ich hab sie auf der Kamera, die hat mich so gewirkt. Ihr Handy, ihre Maske. Der ganze Europark ist Video überwacht. Wir haben das alles. Ja, wir haben alles noch schon am Video. Aber nicht direkt so wie da hingehalten, wie mich gewirkt hat. Ich habe dann versucht, den Schal im Mund zu tun, dass er nicht in den Hals ist, nachher noch fest anzogen. Warum sind Sie alle Masken reingegangen? Weil ich auf dem Draußenweg war, ich habe es drinnen noch angehabt. Aber der hat keinen Grund dafür, mich so zu würgen. Ich muss noch der Rettung sagen, was Sie für Beschwerden haben. Das wird dann alles aufgenommen. Dann schauen wir uns die Videos. Ich sag, wir haben alles Videos. Wir schauen uns das an, was wirklich war, was überhaupt war. Hast du die Daten da mal gemacht? Ja. Ja, die.
Alter, ich werde es euch sagen, Herr Faschus. Weil ich kein Fascho bin. Ja, weil das alles Nazi-Gesetze sind. Es gibt keine Übersterblichkeit. Was mit einem Nazi? Nein, weil ich keine Fascho-Gesetze wahre. Ja, aber wir müssen uns ja trotzdem verhalten. Nein, jetzt müsst ihr jetzt eigentlich einmal nachdenken, dass das Fascho-Gesetze sind. Aber da diskutieren wir nicht. Sie müssen eigentlich damit rechnen, dass sie auf das angesprochen werden, wenn es da eine. Und jetzt müsst ihr damit rechnen, dass es Leute wie mich gibt, die sich gegen das wehren. Ja, okay, dann müssen Sie ja mit der Anzeige rechnen. Ja, und jetzt müsst ihr mit den Konsequenzen rechnen. Welche Konsequenzen? Dass es den Nürnberger Kodex verstoßt, dass es gegen die Menschenrechtskonventionen verstoßt. Es gibt keinen gefährlichen Killer-Virus, das kann ich euch beweisen, aber es wird sich die Beweise nicht einmal anschauen. Also es hat sich da schon aus der. Wir sind einfach nur. Ja. Jetzt müsst ihr mal überlegen, was da ist. Ich habe euch schon so viele Polizisten meine Telefonnummer gegeben, weil ich meine Beweise sagen wollte, das interessiert euch ja nicht. Ich habe leider schon genug Personen, was ich kenne, die was gestorben sind an den Virus. Also ja, ja, viel Behandlung. Das ist, was der Traum ja. Wie gesagt, schau sich erst einmal die Faktenlagen an. Es gibt keinen Gerichtsmediziner, der jemals einen aufgeschnitten hat, der an das gestorben ist. Das sind Fakten. Frauenärztinnen. Frauenärztinnen beklagen sich schon, dass 90% ihrer Klientinnen unfruchtbar worden sind, wegen der Impfung. Das ist ja wurscht, ob sie jetzt recht haben oder nicht. Nein, das ist nicht wurscht. Das ist ein Fakt, das ist bedenkenswert. Sie haben sich ohne Maske nicht zum Aufhalten. Punkt aus, da werden sie anzeigen, da fällt die Eisenbahn drüber. Ob sie jetzt recht haben oder nicht, das beurteile ich nicht. Ja, ja, das ist euch wurscht, gell. Sicher, ich mache auch noch meinen Job. Und das ist was ist, wenn ich recht habe und die anderen auch? Dann habt ihr euch mit strafbar gemacht. Ja, das ist euch hoffentlich klar. Und die Leute, die bei euch gestorben sind, welche Vorankrankungen haben die gehabt, welche Fehlbehandlungen haben die gekriegt? Sie provozieren solche Sachen natürlich auch. Nein, es provoziert mich zu solchen Handlungen. Ja, ja. Ja, weil ich es nicht nachdenkt. Weil ich die Beweise, was ich auch nicht interessiere. Nein, sie haben geschworen, auf die Verfassung zu schwören und in der Menschenrechtscharta, letzter Titel steht, dass keine Verordnung irgendwas aufheben wird. Wir steigen über keine Leichenberge, ja. Wir haben 99, über 99% gesund in Österreich. Ja sicher, ich habe mir da immer das Knacksenwerk gekauft. Okay, ja. Das wieder wissen, den Bericht. Haben Sie verletzt, dann wird der natürlich angezeigt, die Körperverletzungen. Und Sie müssen halt dann irgendwann zur Aussage kommen, aber das machen wir sich noch ausentwickeln. Und wir schauen natürlich auf die Kameras an. Ja, ich habe gesagt, das werde ich dann auch noch nachkriegen. Wenn Sie jeden vermeiden können, dann müssen Sie sich auch klar sein, wenn Sie einfach die Masken aufsetzen, hätten Sie alles vermieden. Ah ja, ganz genau. Ja. Das hat man bei der Sophie Scholl damals auch gesagt, gell? Ja, Sophie Scholl hat mir das damals auch gesagt, oder? Bevor sie es nicht gesagt haben. Ja, ja. Ich will jetzt nicht, dass man das direkt vergleicht. Ja, aber wie schon? Ja, ich verstehe. Ah. Was hat er leicht genau gemacht? Er hat den Schal um den Hals nur enger zusammengezogen, als ich die Luft gekriegt habe. Ja, den habe ich umgehabt. Dann hat er so fest zusammengeschnürt. Dann habe ich versucht, über den Mund zu ziehen, damit ich da Luft kriege. Dann hat er noch fester. Ich mache mal ein Foto. Weil wir müssen das ja dokumentieren, wo wir sind. In Pullover bitte ein bisschen runterziehen. Andere Seite. Und das, Sie haben jetzt nur Schmerzen, oder wie? Oder beim Hund der Schmerzen? Kehlkopf tut mir jetzt weh. Der Kehlkopf, okay. Und am Kopf da ein bisschen halt, ne? Stirnbereich.
Und was hat dein Unfall jetzt war, oder? Er hat mich umgeschmissen. Sind Sie auf der Stirn immer so rot oder ist das jetzt wegen Würgen? Das ist wegen einem Würgen. So eine Faschelsau hat mich gewürgt. Ich habe da und hinten so am Tragenpark, wie wir noch gestanden sind. Dann habe ich rückgreifen wollen, dass er die Hand weggibt und dann hat er mich zu Boden geschmissen. Und dann hat er mich zum Würgen angefangen und dann sind auch noch mit dem ganzen Gewicht auf meinen Kopf gesetzt. Ja, mehr als ein Bier. Das schauen wir uns wieder nach und auch wenn wir dich hört. Entschuldigen Sie, Captain, ich gebe Ihnen auch Geld, was zum Trinken für mich holen. Da oder so, ich habe so einen trockenen Mund, ich kriege kaum. Meine Zunge klebt auf den Gaumen schon fest. Kann man auch fragen, ob der Wasser hat? Ich gebe Ihnen auch Geld, falls er nicht. Ja, ich kann das Ich kann gar nicht schlucken, ey. Sagen Sie, was haben? Sagen Sie zum Toilette, was der am Kuchen hier die Gewicht beginnt, aber das ist zum Toilette. Danke. Es war 6 Uhr, ich war schon längst auf dem Weg nach draußen, der Typ greift mir die ganze Steigzeit an. Schauen wir mal, was Rettung sagt. Vor allem auf meinem Video sieht man so, wie er mich viel zurückgewirkt hat. Ja, hast du das alles nicht geachtet? Ja. Auf keinen Fall löschen oder so? Nein, sicher nicht. Der Typ ist sein Job los. Ja, nein, ich bin jetzt selber gespannt, was da war. Schauen wir das gleich an. Wie gesagt, ich habe nach hinten greifen, dass er mir endlich vom Kragen weggeht.
weil man hinten schon so zerrt hat. Und dann, wie das unterbinden wollte, ist er ganz handgreiflich geworden. Hallo. Was ist denn passiert? Ich bin erwürgt worden fast. Und erwürgt? Dann habe ich sie noch auf meinen Kopf gesetzt und am Boden geschmissen. Er hat ihn nachher da am Boden fixiert, das stimmt, dass er wieder zukommt. Wir müssen uns erst die Videos anschauen, was genau passiert ist. Okay, was? Der Mann war da am Kopf, die Rötung, die war vorher nicht. Und im Halsbereich hat er auch jetzt eine Verletzung. Der Kehlkopf auch weh. Ja. Ah, ja. Also ob er jetzt gewürgt hat, tatsächlich, das schauen wir sie gleich an. Okay. Wir dann, ja, wann kann man keinen nennen? Wie ist denn Ihr Name in Aufnahme? Alter Roman. Okay, Alter, wollen Sie sich aber mal kurz am Boden hocken? Wir hängen Ihnen kurz was an, lassen wir mal schauen, ob da irgendwas war. Okay. Wann hast du Geburtstag? So, wenn ich einen Finger bitte haben, der passt. Haben Sie zufälliger E-Card dabei? Einfach locker lassen, ja. Grüße oder so, fertig und was gut. Ja. Sonst haben sie nichts, oder? Blüten dann sie nicht. Kopf und dort weh. Kopf weh. Der Kehlkopfschmerz, ich kann nicht schlucken, ich hab's erst trinken probiert. Also nicht schlucken kann ich nicht, aber es ist schwer. Gut. Ja, der Puls geht auf, ist auch schön. Du kannst gerade ein bisschen aufgeregt, oder? Aber da zieh uns mal bitte mal an. Ja, zieh mal die Jacken aus, bitte, weil wir müssen wieder einen Blutdruck anmessen, gell? Weil, dass wir irgendwelche Werte haben, wir können nicht irgendwo ins Krankenhaus fahren. Nein, ich habe gesagt, er soll die Jacken ausziehen. Warum zieht uns denn? Was für Aufregung, oder? Aufregung kann schwer sein, weil ich ein hartgesottener Typ normal bin. Okay. Gut. Ja, dann sind wir auf der anderen Hand. Okay. So. Können Sie den aufkrempeln, oder soll ich das machen? Also gescheit oben ist der Arm. Hey, jetzt haben wir auch früher. Ja, ich bin mit dem Radl mal unterwegs. Ja, weil ich muss halt dann zum Oberarm zum Blutdruck messen, bitte. Das geht, da komme ich durch, das Ding noch. Aber. Also, ich bin gerade beim HNO im Landeskrankenhaus aussehen. Ich bin heute halt täglich von Security Wash Wichser in Europark fast erwürgt worden. Ich bin auch ohnmächtig worden. Ich war jetzt beim HNO und in der Unfallchirurgie. Mit tut das Schlucken so weh. Weil ich mich echt fast erwürgt hätte, der Arsch. Ich habe jetzt eben eine Untersuchung beim Kehlkopf gehabt und bei den hinteren Halswirbel, weil die auch brutal schmerzen. Aber es tut furchtbar weh. Ja, das also wie ich mich erwürgen wollte, das habe ich sogar auf Video. Stellt euch das mal vor. Das wird einem echt schlecht ergehen. Der wird seines Lebens nicht mehr froh werden, der Arsch. Ich muss euch ein bisschen was erklären jetzt, wenn ihr das nachfolgende Videos seht. Bin eben heute in der Apotheke gewesen, um mir an, mir fällt das Denken noch so schwer, um mir den Antigentest zu besorgen. Weil ich heute um 15 Uhr einen Termin bei meiner AMS-Betreuerin gehabt hätte.
Und da komme ich nur rein zu ihr, wenn ich einen Antigentest vorweisen kann. Ich muss die Hauben aufziehen. Ich bin so unter Schock, dass man so kalt ist. Und ohne Antigentest komme ich eben da nicht zu meiner Betreuung rein und gibt's auch kein Geld. Ja, wie ich dann raus bin aus der Apotheke, war ich auf den Rausweg, also zum Ausgang beim Europark, habe mich im Flur befunden und dann die Masken halt runtergesetzt. Wie ich in der Apotheke bin, habe ich sie noch aufgehabt. Und dann spricht mir eben der Security an, warum ich keine Masken habe, und sage, ja, ich bin eh schon auf dem Weg nach draußen. Was da so alles gesprochen wird, hört es dann eh am Video. Aber zumindest packt er mich dann irgendwann von hinten am Kragen, obwohl ich eh immer noch gerade ausgegangen bin. Und dann wollte ich mich von hinten so befreien. Und auf dem Moment, wo ich das machen wollte, dass ich mich von dem Griff von hinten befreien wollte, habe ich mich dann zu Boden geschmissen. Ich habe mich noch ein bisschen wehren versucht, aber dann habe ich mich auf mich, den Schal habe ich so umgehabt, den Schal von hinten gepackt und voll zugezogen, aber richtig zugezogen. Ich habe versucht, mit der Hand dann da das zu lockern, aber das ist kaum möglich gewesen. Irgendwann ist mir dann eingefallen, ja, ich muss irgendwie den Schal jetzt da im Mund reinkriegen, damit er nicht mehr am Hals drückt. Hat lang gedauert, aber ich habe es dann geschafft, sieht man ja im Video. Ja, irgendwann dann fängt auf einmal mit den Knien mir ins Knack zu drücken und setzt die volle Länge drauf auf mich, auf den Kopf. Da bin ich dann ohnmächtig geworden. Irgendwann bin ich halt dann wieder zu mir gekommen. Ja, irgendwann ist halt dann die Polizei gekommen. Und im Zuge dessen bin ich dann da ins Krankenhaus gekommen. Und das wird der Nazis auch noch laut tun. Also dann, lange Rede, kurzer Sinn, schaut sich jetzt einfach an, wie es wirklich passiert ist. Eins möchte ich doch noch erwähnen, bevor das Video angeht, wo mich diese Nazis auch fast um die Ecken gebracht hat. Beim Video sieht man ja noch, wie ich richtig knallrot anlauf. Also roter geht's echt nicht mehr. Meine Hals wirbelt dann weh, mein Kehlkopf tut weh. Also, im Warteraum habe ich mir das Video jetzt ein bisschen angeschaut und eben gesehen, wie knallrot ich angelaufen bin. Das wollte ich noch erwähnen. Ja. Das ist ein Wahnsinn, hey. Ja, ja, klar, habe ich ja mit der Gestapo verglichen, aber dass ich dann auch recht gehabt habe, weil ich mich fast um die Ecken gebracht habe, beweist es dann sehr wohl, auch wenn ich ihn vorher ein Gestapo-Typen genannt habe, gell. Hört mir im Video, klar, dazu stehe ich auch ein. Aber indem er mich echt fast jetzt um die Ecken gebracht hat, sieht man sehr wohl, dass ich recht habe mit dem Statement. Ah, oh man tut das weh. Das war Thema auf dem Bus, weil ich ja jetzt wieder zum Europark muss, weil ich mein Radl abholen muss. Kopf tut mir auch total weh. Aber schlucken kann ich kaum. Das wird ein Nachspiel haben mit dem. Ja, so weit sind wir gekommen in Österreich.